Okay, sie haben gerade Fenris getötet. Palegina hängt fest. Beziehungsweise Fenris K.O. gemacht. Ihr könnt ruhig mit drauf schießen, das geht dann schneller. And what does the flame reveal? So. Sure. Das ganze Zeug nehmen wir auch gerne mit. Was haben wir hier drin? Period und einen Haufen Geld. Als du auf das alte kratzige, Bettdecke klopfst, wird jede Menge Staub aufgewirbelt. Dieses Bett hat schon wochenlang niemand mehr benutzt. Okay, es sind ja zwei Leute hier gewesen. Oh. So einen hast du ja schon. Dann nehmen wir den zweiten auch gleich. Der Rest kann hier rein. Dann müssen wir noch in den Raum reingucken, bevor wir da die Treppe nach oben nehmen. Wiedergänger. Ah. Hey Jungs. Lassen wir die Wiedergänger mal zu uns kommen, wollte ich gerade sagen. Fenris, ich hatte ihn ganz vergessen. Du kannst ruhig mithelfen. Und ihr ballert bitte auf den Skelettzauberer, bevor der zu viel Schaden anrichtet. Ein Skelett-Waldläufer. So, so viel zu denen. Right. White flame and sound. Hier sind noch zwei Betten. Oh, und hier wäre auch ein Durchgang gewesen. Seite aus Athelps Tagebuch. Zweiter Tag. Wir haben die Vermessung der Maschine abgeschlossen. Dank Trinklings glücklicher Gewandtheit. Zur Ermittlung ihres Verwendungszwecks sind weitere Untersuchungen erforderlich. Ein Buch, Geld, Seite das Tagebuch, Trank der Macht. Trägt sie auch einen Trank der Macht? Nein, aber du. Die sieht lustig aus mit dem roten Plattenpanzer. Wie ich bereits sagte, die Sachen können weg. Dafür kannst du Trank des Spiegelbildes, die Tränke des Duplikats. Und die kann auch weg, dann kannst du... Nee, das ist übertrieben. Kanna, den Flammenstrahl bitte und diese Schriftrolle. Das kann weg. Tank des Geisterschildes. Oh, gib Kanna mal Duplikat des Zauberers, dann kannst du die beiden. Kanna ist ja so eine Art Zauberer auch. So, das kann weg, das kann weg. Schriftrolle erschütternde Berührung kannst du haben. Und die restlichen Leute haben nur Tränke. Okay. Weißt du was? Du kriegst den großen Felsen noch. Das benutzen wir dann beim nächsten Boss. Mal. So. Treppe nach oben in den nächsten Stock. Wenn es sein muss, ziehen wir uns halt nochmal zurück. Vor dem Endkampf. Okay, das ist der zweite Stock. Ein Dargul hat uns bemerkt. Noch ein Dargul. Und der dritte Dargul hat uns auch bemerkt. Na komm, wir haben ja Feuerschwerter, die wir immer benutzen können. Und wir können den Dargul umhauen. Ihr könnt ruhig weiter angreifen. Die KI ist echt komisch. So, Gefäßfleisch.
Geld. Light, flame and sound. We'll keep to ourselves. Da sind ein Wiedergänger und ein paar Ghoulies. Take them down. Ich glaube, wir holen uns den ersten Schlag. So. Das hat schon mal den Wiedergänger umgebracht. Ah, da ist ein Mini-Wiedergänger. So. Ich muss mal kurz gucken. Kann ich hier irgendwas einstellen? Gruppenbewegung bei Angriffsbindung deaktivieren. Ach, Bewegungsstopp. Autoangriff ausschalten. Komisch, eigentlich müssten sie das ja machen. Let's go. So, der Mini-Wiedergänger ist kein Problem. Let's go. Yes. Kanna, du kannst mal das Feldlazarett auf Palegina benutzen. So. Die Schriftrolle enthält ein mit Federn und Tinte gezeichnetes Diagramm des Adra-Geräts, das sich durch den Turm erstreckt. Trotz zahlreicher Messwerte und sorgfältig gezeichneten Details gibt es keine Hinweise auf den Zweck der Maschine. Das sieht auch so ähnlich aus wie die Warp-Kanone, die wir am Anfang gesehen haben des Spiels. Die Werke der Inventarianer, ein vollständiger Leitfaden. Keep it quiet. Gut, okay. Wow, ein Geheimfach. Ah, leichte Ausdauerwiederherstellung ist was für dich. Schriftrolle des Schutzes, haben wir gesagt, packen wir weg. Da ist noch so ein Wiedergänger, ein kleiner. Die Beseelung im modernen Zeitalter. Wieder viel zu langer Text, um ihn vorzulesen. Eine Keule. Let's go! So. Take him down. Der Wiedergänger ist auch ausgeschalten. Eine Feuerballschriftrolle und Seite aus Atems Tagebuch. Tag 11. Sind endlich aus dem Turm hinausgekommen, um mal Luft zu schnappen. Die Biester sollen die Kunden packen. Wir werden die Studie zu unseren eigenen Bedingungen beenden. Nach unserem eigenen Zeitplan. Während ich dasselbe Tindrik mitteilte, gab es grelles Leuchten. Streulicht am Himmel. Ich sagte, das wäre ein gutes Omen, aber der arme Kerl ist ganz verängstigt. Das einzige Heilmittel dagegen ist eine gute Mütze voll Schlaf. Das könnte zu dem Zeitpunkt gewesen sein, als... Oh. Ansaru. Als wir erweckt wurden, also als der Anführer des bleiernen Schlüssels die Maschine aktiviert hat. Zusammengefaltete Seite aus Atems Tagebuch. 10. Tag. Die Kunden werden angesichts des Mangels an quantifizierbaren Resultaten ungeduldig. Wenn sie glauben, dass das so einfach ist, sollten sie ihre Hintern aus ihren Anwesen bewegen und mal ein paar Nächte hier verbringen. Trank der kleinen Ausdauer für dich. Ich könnte übrigens mal solche Tränke brauen und dann auch benutzen. Serels Ring. Achso, ist ausgerüstet. Ring. Oh, ein Intellektring für dich. Brief von Ikanta. Atem, ich habe deine jüngsten Aufforderungen tatsächlich erhalten. Die beiden davor auch. Ich hatte schon darauf gewartet, dass du an meiner Türschwelle auftauchst, um mir deine Antwort persönlich zu ermitteln. Und ein klares und unerschütterliches Nein, um dir meine Antwort persönlich zu übermitteln. Ich werde dir nicht helfen, vielmehr genieße ich sogar die Vorstellung, wie du und deine Mannschaft glorifizierte Ingenieure in diesem Turm sitzt und euch wegen den Runen, die ich jahrelang studiert habe, die Köpfe rauchen. Nichts bereitet mir größere Freude, als zu wissen, dass meine von dir so lange verunglimpfte Forschung jetzt das letzte fehlende Stück in deinem kleinen banalen Puzzle ist. Wie du nur so gut weißt, habe ich das Wissen schon immer geschätzt. Ich bin gleich um die Ecke, wenn du mich suchst. Wenn du dieses Gespräch persönlich weiterführen möchtest, dann solltest du mich auch besuchen kommen. Hochachtungsvoll, Ikanta. Das wird die Frau vielleicht sein, von der
von der die von der Akolytin gesehen haben, dass die nicht hier ankommen darf. So. Steady does it. Nächste Etage. Nebenbei, ich sollte mal bei Gelegenheit wieder nach Verzauberung und so gucken. Kennt ihr das Ding? Let's try this configuration. Still nothing. Confounded device. Neben dem Gerät zu stehen fühlt sich an, wie von einer Sturmwühe fortgeweht zu werden. Die Steinstufen summen nur vor Energie. Okay, wir haben hier Altelm, der sieht schon mal untot aus. Ein Mann beugt sich über den seltsamen Mechanismus. Seine Wirbelsäule ist ein scharfer Grat, der aus seinem krummen Rücken hervorsteht. Er ist notdürftig mit löckrigen Lumpen bekleidet. Die durchscheinende Haut ist grün gefleckt. Ein feuriger Gestank geht von ihm aus. Er ist so auf seine Arbeit konzentriert, dass er dich erst bemerkt, als ein Schatten auf ihm fällt. Als er sich umdreht und dich sieht, knurrt er und huscht hinter den Adrasockel. Nur seine gefletschten Schäne scheinen der Fäulnis in Gang zu sein. Seine Augen sind gelb und blutunterlaufen, doch sie tragen ein intelligentes Leuchten in sich. Er wendet den Blick ab und hält sich die Hände vor das Gesicht. Du sollst nicht hier sein. Was willst du? Sag mir, was geschehen. Er zischt, das versuche ich herauszufinden. Er schlägt mit der Faust gegen die Adrasäule. Seine Halt macht ein knarrendes Geräusch, blutet jedoch nicht. Vergib mir! Vergib mir! Er bedeckt sein Gesicht mit der anderen Hand. Vergib mir, vergib mir. Research. We came to do research on the tower. Some commission from God. It hardly matters now. Forschung. Er ball konzentriert die Fäuste. Wir sind hier, um Forschung zu betreiben. Den Turm erforschen. Ein Auftrag von Göttern ist es ist nicht mehr wichtig. Angesichts der Katastrophe, die folgte, könnten die Kommission und deine Forschung von großer Bedeutung sein. Sprich weiter, Altelm. Bleiben wir in der Gegenwart. Wann begann die Katastrophe? Das hat nichts mit dem Tod von den Straßen zu tun. Konzentrier dich. Sprich einfach mal weiter. Happened on our 11th night. Lights in the sky and a static charge in the air. But we were so careful. We were staying in the chambers below. Trindig, my assistant, said he saw a robed figure lurking around the tower. Wore a mask. Carried knives at his sides. A trick of shadows, I told him. The next morning, we felt strange, like we hadn't eaten in weeks. So dazed that we didn't at first notice the blood around our beds, the strange wounds that had appeared overnight. Er wurde also im Schlaf getötet. In unserer 11. Nacht geschah etwas, Lichter am Himmel und eine elektrostatische Aufladung in der Luft. Aber wir waren so vorsichtig. Wir waren in den Kammern unten. Tindrik, mein Assistent, sagte, er habe eine Gestalt in Roben um den Turm schleichen sehen. Sie trug eine Maske und Messer in den Händen. Das waren nur Schatten, sagte ich ihm. Am nächsten Morgen fühlten wir uns seltsam, als hätten wir seit Wochen nicht gegessen. So benommen, dass wir das Blut um unsere Betten herum zunächst nicht bemerkten, die seltsamen Wunden, die über Nacht erschienen waren. In the machine. This cursed spire. Dormant for 2000 years. Lifeless through hundreds of our experiments, and we wake that morning to find it spinning on its own. Und on its own! How can we stop what we couldn't start? Ja, okay. Und die Maschine, dieser verfluchte Turm. 2000 Jahre lang schläft sie, leblos, während hunderter unserer Experimente. Und wir erwachen an ihnen morgen und sie dreht sich von allein. Von allein. Wie können wir aufhalten, was wir nicht in Gang setzen konnten? So aufregend die Vorstellung einer lebendigen Maschine auch sein mag. Nachdem sowohl von einer Maschine
was auch von einer maskierten Gestalt gesprochen wird, gibt es wohl eine andere Erklärung. Years I've been doing this. Years. I know how these things work, but I don't know how this happened. Nowhere to go. That's the problem. Their souls are trapped here like flies in a jar, clinging to rotting meat.